Himmelwitz liegt am internationalen Zisterzienserweg, der unter anderem durch Spanien, Portugal, Frankreich, Deutschland, Polen und Irland führt. Die ersten Erwähnungen über Himmelwitz kommen aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts. Doch das Ereignis, das die Geschichte des Dorfes für die nächsten Jahrhunderte prägte, war der Bau des Zisterzienserklosters. Das Kloster hat Herzog Boleslaw I. im Jahre 1307 errichtet. Zum Anwesen der Abtei gehörten 7,5 Dörfer. Als Gegenleistung für Zins und Tribut haben die Zisterzienser ihre Grundstücke verpachtet. Sie haben Hirse und Roggen angebaut und Fischzucht betrieben. Einer Legende nach hat im 10. Jahrhundert am Himmelwitzer Teich der heilige Adalbert eine Predigt gehalten. Im Klostergarten blieb eine barocke Kapelle aus dem 18. Jahrhundert erhalten, die den Namen des Heiligen trägt. In den Jahren 1300-1328 wurde die Kirche Maria Himmelfahrt gebaut. Das Hauptschiff ist 42 Meter lang. Die reiche Inneneinrichtung im Regens- und Rokokostil besteht aus 12 Seitenaltären aus dem 18. Jahrhundert und einem hölzernen Hauptaltar aus dem Jahr 1734. Der Autor ist der deutsche Barockbildhauer Michael Kössler. In der Kirche befinden sich auch Gemälde von Michael Willmann aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Er war einer der bekanntesten deutschen Barockmaler. Der ältere Teil der Kirche ist mit einem Kreuzgewölbe verziert, mit gotischen Kragträgern in Form von Tieren. In Himmelwitz haben zwei ausgezeichnete Komponisten der Barockzeit komponiert: Abt Johannes Nutzius und Prior Ludwig Berger.